Servus, liebe Whisky-Freunde, hier ist wieder euer Whisky-Häcksler und das Opfer meiner heutigen Verkostung wird ein unabhängig abgefüllter Secret Orkney. Ja, was haben wir denn da wieder? Na, wir haben mal wieder was. Ich habe es euch ja angedroht, dass der liebe Marco Radfelder mir einen ganzen Korb hier hingestellt hat mit, ich glaube, an die 8 Whiskys, die alle verkostet werden wollen. Und einer davon ist dieser Secret Orkney von der Single Malt of Scotland. Unabhängiger Abfüller. Meine erste Abfüllung von diesen Jungs und Mädels. Und es handelt sich um einen Secret oder um einen Orkney Distillery, 11 Jahre alt. So schaut die Pulle aus. Mal gucken, dass man das auch lesen kann. Jawohl. Ist wahrscheinlich ein Highland Park, logischerweise. 11 Jahre, 56,5 Volumenprozent, nicht gefärbt, nicht filtriert. Eine Farbe zum Niederknien, irgendwo zwischen altem Ofenrohr und ja, keine Ahnung, Espresso und Cola. Ja. 11 Jahre ist er alt, 669 Bottles gibt es, gereift in Butts. Wow, Butts. Naja, da kann ja nur alles drin gewesen sein. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwo... vielleicht steht da auch noch was. Nein, da steht nichts. Da steht nichts. Da steht nichts. Also ich gehe davon aus, es sind Sherry Butts gewesen. Und die Verpackung von denen, die sieht immer gleich aus. Ich mag das eigentlich immer nicht, wenn es vorne offen ist, aber ansonsten haben sie es sehr schön gemacht mit Goldprägedruck, schön mit der Geschichte zu dem Ding. Also, was heißt Geschichte? Am Ende 5, 6 Worte, die nichtssagend sind. Wichtig ist, dass sie nicht gefiltert sind und nicht gefärbt sind. Ja? Was der Whisky kostet, das kann ich euch nicht sagen. Aber es gibt eine schöne Geschichte dazu, das ist ja der Elfjährige und der Marco hat sich den nur gekauft, weil eigentlich wollte er den Zwölfjährigen, das ist Fass Nummer 3, der Zwölfjährige ist Fass Nummer 7 und jetzt kommt der Gag, das war in unserer gemeinsamen, wo der Marco auch drin ist, Whisky-Teilungsgruppe drin und er wollte sich den kaufen, aber der wurde ihm vor der Nase weggeschnappt. Und da war er abends bei mir und hat sich noch beschwert und hat gesagt, naja, er war jetzt beim normalen Whisky-Dealer, wo er sonst immer hingeht bei uns in Heilbronn. Und da hat er jetzt die gefunden und jetzt hat er aus Frust die mitgenommen. Ich glaube, was weiß ich, 115 Euro oder 112 Euro bezahlt dafür, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er gesagt, das ist echt ärgerlich, weil den wollte er unbedingt haben, aber irgend so ein Idiot hat ihm die vor der Nase weggeschnappt. Sehr ärgerlich. Da musste er ein bisschen schmunzeln und hat gesagt, ja, diesen Idioten, den kenne ich relativ gut. Das war nämlich ich. Den habe nämlich ich gekauft. Steht bei mir im Keller unten. Ich habe 120 dafür bezahlt. Ist auch sehr viel für einen 12-Jährigen. Aber habe ich auch meinem Freund, dem Nico, zuliebe gemacht, weil ich werde den auch aufmachen. Und der Nico ist ein absoluter Highland Park-Fan und sammelt da auch richtig teure Dinge. Und wie gesagt, der ist da Fan davon und mir schmeckt sie auch ganz gut, deswegen habe ich mir den zugelegt. Jetzt guckt euch mal die Farbe an, meine Lieben. Ich halte es mal vor meinem weißen Bart. Das ist wirklich ein dunkles Mahagoni mit einem wunderschönen Rotstich drin. Also wenn man den ins Licht hält, das sieht aus, als wenn ein Kirschsirup in Espresso reingeschüttet worden wäre. Ich würde sagen, meine Lieben, tun wir nicht lang rum. Riech mal einfach mal rein und schauen, was er kann. Schokolade bis zum Abwinken. Und zwar 60%ige Zartbitterschokolade. Espresso, Kaffeenoten, Honig, leichter Vanille-Touch. Keine Früchte. Wenn überhaupt, dann sind es Datteln. Ganz zarter Rauch mit drüber, eher so ein Räucherrauch, so Umami, leicht fleischig. Bisschen Säure mit drin, wie beim Balsamico-Essig, nenne ich es ja immer oft. Alkohol spürbar, kühlend. Hervorragend. Wattenteil. Allerdings, straight,
in eine Richtung gehend, was nicht schlecht ist, weil kann ja auch nicht immer beim Whisky in 38 verschiedene Richtungen gehen, dann weißt du am Ende ja nicht mehr, wo du hin sollst. Also Schokolade bis zum Abwinken. Echt. Ich probiere das Langeois. Der Alkohol schiebt wie Thors Hammer. Der zieht da einmal die Zungenwurzel durchs Hirn und wieder runter. Boah, geht der los. Wie ein aggressiver Pitbull. Aber wenn der Alkohol weggeht, Milchschokolade, Rührkuchenteig, zarter Rauch, Heiderauch drüber. Den Alkohol, den merkst du deutlich, kühlend, mentholmäßig. Zarte Pfefferspitze mit drin. Und der Rest ist dunkel, 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 aber nicht dunkelfruchtig, also da sind keine so Waldbeeren oder sowas drin. Es ist wirklich Schokolade, Schokolade, Kakaopulver, Espresso, dunkel, mit dem zarten Heiderauch eingebunden und ein Alkohol, der richtig nach vorne losgeht. Eine Richtung, richtig dunkel. Oh, sherry-lastig. Ich würde sagen, das ist ein PX. Steinigt mich, vielleicht wisst ihr es besser, dann schreibt es mir in die Kommentare unten drunter. Rein von der blinden Nase her, bei einem Oloroso oder bei einem Ruby Port oder Port, da fehlt mir einfach die Fruchtigkeit der roten Früchte. Die kann ich hier nicht feststellen. Das ist wirklich für mich ein PX gewesen. Aber gefährliches Halbwissen. Ich probiere nochmal. Quadratisch, praktisch, gut. Rittersport. Zartbitter mit einem Espresso drüber, ein Minzblättchen und Pfeffermühle. That's it. Boah. Und da brennt das Helmfeuer unterm Lappen. Ihr glaubt es nicht. Also der Alkohol merkst du schon. Da werde ich mal vielleicht noch einen Restschluck dann später probieren, wo ich mal wirklich ein bisschen mit Wasser nachtröpfel. Ich glaube, der kann vielleicht ein paar Tröpfchen vertragen. Ja, meine Lieben, was haltet ihr von den Abfüllern? Kennt ihr die? Habt ihr die schon im Glas gehabt? Habt ihr andere Abfüllungen? Vielleicht sogar diese schon mal getrunken? Wenn ja, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Und dann diskutiere ich auch gern mit euch drüber. Ansonsten verbleibt mir wie jedes Mal zu sagen, wenn euch das Video Spaß gemacht hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Noch mehr freue ich mich über ein Abo, was ihr da lasst. Ihr wisst ja, das ist das Brot des armen Künstlers. Haben mich gleich verschluckt. Über so viel Quark, was ich manchmal erzähle. Und ansonsten verbleibt mir wie jede Woche zu sagen, raise your horn, stay hard und slangez-vous. Und ich verbleibe mit warmen Worten bis zum nächsten Mal. Euer Whisky-Häcksler, haut rein.